10. Spieltag der Regionalliga Nord. Der FC Eintracht Norderstedt empfängt Teutonia 05 Ottensen. Insgesamt 525 Zuschauer im Edmund-Planbeck-Stadion. Hier gewann man noch im Juni den Landespokal gegen die Teutonen. Nun scheint sich das sportliche Blatt gewendet zu haben. Norderstedt mit einer Durststrecke nur 4 Punkte aus den letzten 3 Partien. Die Gäste hingegen mit furiosem Saisonauftakt noch ungeschlagen und zudem Tabellenführer. Damit natürlich leichter Favorit, wobei die Mannschaft von Jens Martens nie zu unterschätzen ist. Steigen wir ein in die Partie. Teutonia in Gelb von links nach rechts mit Martern. Nuxol gibt den Ball prompt zurück. Lüneburg. Williams. Brillant verlängert. Zorn verpasst den Abschluss. Riesenchance für Norderstedt zur Führung. Eine super Vorlage für Eliasat. Norderstedt, die deutlich bessere Mannschaft in der ersten halben Stunde, nicht zu sehen von Teutonia, bis jetzt. Weidlich. Gut herausgespielt, hat das Auge für Stefo, Ball noch im Spiel. Ejeseme vollkommen frei, 0:1, das hat sich nicht angedeutet. Erste Saisontor für Jason Ejeseme mit der ersten Chance. Trifft Teutonia sofort, weil Norderstedt hinten pennt. Erst verpasst Grau die Chance, den Ball abzublocken. Und dann Nuxol in der Mitte. Ejeseme sträflich alleine gelassen. Huxol kann bei diesem Treffer nichts mehr machen. Norderstedt will jetzt antworten. Lüneburg! Nach dem Eckball, Zumak verschätzt sich total in der Mitte. Auf einmal ist das Tor leer, aber der Top-Torjäger legt den Ball über die Querlatte. Die Eintracht vom Spielglück verlassen. Bis jetzt Einwurf von rechts. Saad wunderbar weitergeleitet für Williams. Der flinke Amerikaner scheitert auch hier an Yannick Zumak, der das eigentlich schon längst fällige 1:1 verhindert. Nächste Chance, diesmal der Eckball. Hölscher verpasst das Tor. Ja, so vielseitig einsetzbar. Jasper Hölscher, der Neuzugang. Aber auch er macht den Treffer bis hierhin nicht. Die Männer in Rot drücken jetzt auf den Ausgleich. Williams, Saad, Lüneburg. Super Tippball, Eliasar, das muss eigentlich der Ausgleich sein. Der nächste hervorragend vorgetragene Angriff. Aber auch hier versagen Norderstedt im letzten Moment die Nerven. 0:1 der Halbzeitstand für Teutonia. Mehr als schmeichelhaft, das weiß auch Dietmar Hirsch. Norderstedt bastelt in der Pause an der Chancenverwertung. Eckball, Kummerfeld und auf einmal ist er drin. 1:1. Nur 3 Minuten nach der Pause. Was war da denn los? Jonas Behunek wird gefeiert und das zu Recht. Er hat den Riecher, der bei den anderen bislang versagt hat, muss nur den Fuß hinhalten, weil kein Teutone richtig hingeht. Behunek macht den zweiten Saisontreffer. Es könnte doch immer so einfach sein. Und die Partie verliert überhaupt nicht an Brisanz. Williams im Zweikampf mit Weißmann, das ist ein klarer Elfmeter. Schiedsrichter Stinken steht goldrichtig, pfeift aber nicht. Norderstedt hätte hier einen Strafstoß bekommen müssen. Williams muss danach verletzt raus. Norderstedt mit einigen Wechseln. Unter anderem Brüning neu in der Partie. Grau. Saad zurückgefallen. Mit dem Auge für den eingewechselten Brüning. Nils Brüning, warum nicht? Zuletzt gegen Holstein Kiel gefehlt. Hier zeigt er, warum er wichtig sein kann. Zumak dazwischen, der sich anschließend mal ins Angriffsspiel seiner Mannschaft involviert. Weiter Ball auf Kolgeci. Marxen verschätzt sich. Kolgeci sieht links. Akyürük, Akyürük. Bislang erst mit 17 Minuten Spielzeit in der Liga mit etwas mehr Praxis setzt er den nicht nur ans Außennetz. Teutonia hätte den Spielverlauf fast erneut auf den Kopf gestellt. So jetzt wieder Norderstedt mit dem eingewechselten Müller. Saad, Berke, Müller und Lüneburg. Aber Koffi verhindert den Treffer gegen seine Ex-Mannschaft. Was passiert noch? Wer kann den Lucky Punch setzen? Vielleicht Teutonia. Super Steilpass auf Ciongiorno. Gianluca Ciongiorno verpasst den Abschluss. Und das Timing, das wäre nochmal die Chance gewesen auf den späten Führungstreffer. Aber der Neuzugang von Preußen Münster war wahrscheinlich auch etwas zu überrascht, dass der Ball da so frei beim ankam.
Und so bleibt es am Ende. Beim 1:1 zwischen Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 Ottensen die Punkteteilung im Hamburger Derby, über die sich beide Mannschaften am Ende furchtbar ärgern. Also ich glaube, wir haben schon eine Mehrzahl an Chancen gehabt, hätten durchaus auch mehr als ein Tor machen können. Von daher gehen wir so ein bisschen unzufrieden aus dem Spiel raus. Und da fehlt uns ein bisschen Effektivität, damit wir das irgendwie, damit wir es heute gewinnen können. Ja, heute hat irgendwie die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt und ja, wieder ein unnötiges Gegentor kassiert und dann spielt sie nur 1:1. Tja, Eintracht Norderstedt verpasst sich mit einem Sieg an Lübeck ranzupirschen. Teutonia bleibt erstmal Tabellenführer.